2013 schreibt Christian Schommers zusammen mit Tennislegende Boris Becker dessen Biografie. Der Titel: Das Leben ist kein Spiel. Das hat sich spätestens am 29. April 2022 bewiesen. An dem Tag wird der 55-jährige Ex-Profisportler wegen Insolvenzverschleppung zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Stets mit dabei seine Lebensgefährtin Lillian. Auch sein ältester Sohn Noah aus der Ehe mit Barbara Becker begleitet ihn auf diesem schwierigen Weg immer wieder zum Gericht. Auch seinen kleinsten Sohn Amadeus verabschiedet Boris am Abend vor der Urteilsverkündung herzzerreißend. Nur vom mittleren Sohn Elias gab es so gar keine öffentliche Zuwendung für Papa Boris, findet der Becker-Biograf. Die Bindung von Boris zu Noah und zu Amadeus, also zu seinem ältesten und seinem jüngsten Sohn, ist die engste. Zu Elias hat er ganz offensichtlich im Moment ein bisschen den Kontakt verloren. Elias war erstaunlicherweise bei den Verhandlungen nicht vor Ort, hat irgendwann bei Instagram an dem Verhandlungstag dann mal so ein Katzenvideo gepostet, was ich ein bisschen befremdlich fand. Er ist in Miami, er ist teilweise auch in Südfrankreich unterwegs, er arbeitet ja als Künstler und als Modeproduzent. Da scheint irgendetwas zu knirschen zwischen Elias und Boris. Ansonsten hätte sich der erwachsene Junge Elias ja auch beim Prozess mal zeigen müssen, in der Nähe seines Vaters sein müssen, um ihn moralisch zu unterstützen. Das alles ist nicht passiert. Insofern bin ich da echt überrascht, weil auch die Verbindung zu Elias bei Boris immer eine gute war, ähnlich wie zu Noah und Amadeus. Amadeus ist natürlich der Kleinste, der braucht den Vater noch am meisten. Aber was bei Elias und Boris vorgefallen ist, wundert mich sehr. Elias war allerdings auch immer derjenige, der den engsten Draht zu Barbara hatte. Und insofern war er mehr das Mutterkind, mehr bei Barbara als bei Boris selbst. Trotzdem zieht der Journalist, Autor und Becker-Kenner bisher eine positive Bilanz in Sachen Familienzusammenhalt. An dem Tag, als Boris ins Gefängnis kam, hatte er einen Anruf frei sozusagen. Er hat Lillian angerufen, seine aktuelle Lebensgefährtin, die ihn ja auch zu den Prozesstagen immer begleitet hat. Die Liebe ist noch relativ frisch, aber es scheint trotzdem sehr eng zu sein. Und Lillian hat sozusagen die Aufgabe, auch von Boris Barbara zu informieren, Lilly zu informieren und seine Mutter Elvira zu informieren, dass es ihm gut geht, die Mutter irgendwie versuchen aufzubauen, die ist ja schon mal mehr oder weniger mental zusammengebrochen, dass er die Stärke besitzt, da durchzugehen durch diese harte Zeit. Und die Mütter sollen natürlich dann auch die Kinder informieren, Noah, Elias, Amadeus und Anna. Insofern ist das jetzt quasi so eine stille Post oder eine Kettenreaktion, wo sich die Familienangehörigen einfach darüber updaten, was das Familienoberhaupt und das ist Boris macht, wie es ihm geht, was da passiert, wann man ihn besuchen kann, wie die Zellensituation bei ihm ist und so weiter. Also das ist jetzt die Patchwork-Familie, die funktioniert. Die mögen sich mal mehr, mal weniger, aber jetzt geht es darum, für das Familienoberhaupt eine Kommunikation aufrechtzuerhalten und eine Kommunikation in der Familie aufrechtzuerhalten. Ich denke, das hört man jetzt auch aus den Interviews heraus, dass die Familie mit dem Gefängnisaufenthalt von Boris eher zusammenrückt. Ja, also das liest man ja auch oder hört man im Sinne von den Frauen. Anna ist eher weit weg mit Angela Ermakova. Bei Elias und Boris ist irgendetwas verrutscht offensichtlich. Aber ich denke, er wird sich schon darüber bewusst sein, dass der Vater für ihn eine ganz wichtige Person ist und wird ihn sicherlich auch im Gefängnis besuchen, wenn er das kann, auch mit Barbara besuchen. Aber es ist tatsächlich so, dass Elias eine ganz enge Bindung zu seiner Mutter Barbara hat und dann eher auf der Seite ist. Das wird sich aber, denke ich, und das hat Boris ja immer ganz gut hinbekommen, diese Patchwork-Familie aufrechtzuerhalten, das wird sich im Rahmen der Möglichkeiten dann schon wieder finden. Genug Zeit dafür ist ja da, der ist jetzt 15 Monate definitiv weg. Nur bei Tochter Anna Ermakova sieht es da etwas anders aus. Natürlich hat Boris eine Verbindung zu Anna, allerdings extrem unregelmäßig. Hat Anna und Angela damals ja auch eine Wohnung in London gekauft, im teuren Mayfair. Er war bemüht, immer einen Kontakt zu Anna zu haben und zu halten. Er ist ein absoluter Familienmensch, aber Anna und Angela Ermakova sind ja auch im Prozess nach Südfrankreich gegangen in Urlaub und wollten eigentlich nichts damit zu tun haben. Jetzt gab es ein Posting von Anna und auch ein Interview von Anna mit Bild Live in dem Falle, wo sie sich dann nochmal geäußert hat, dass sie an der Seite ihres Vaters steht. Das ist dann halt ein Statement. Inwiefern das nachher umgesetzt wird, ist die andere Frage. Man kann immer viel sagen, aber wer ist dann wirklich da? Wer besucht ihn im Gefängnis? Wer schreibt ihm mal einen Brief? Da erwarte ich eigentlich von Anna und Angela Ermakova am wenigsten. Aber das wird die Zeit
mit sich bringen. Nur die beiden sind etwas außen vor, Anna und Angela Ermakova, im Vergleich zu den anderen Familienmitgliedern. Etwas außen vor sind auch Ex-Frau Barbara und noch Ehefrau Lilly, zumindest wenn es nach Biograf Christian Schommers geht. Jetzt muss man ja sagen, also keine der Frauen kann sich über Boris beschweren, denn sie sind ja alle auf freiem Fuß, sie können weiter schön leben, man sieht sie bei Interviews. Ja, der Einzige, der wirklich zu leiden hat und der die Strafe angetreten hat und der jetzt die härteste Aufgabe seines Lebens hat, ist Boris Becker. Er ist 15 Monate hinter Gitter, nicht seine Frauen. Und wenn man weiß, was ihn die Frauen gekostet haben im Einzelnen, bei der Scheidung, mit Unterhalt, mit den laufenden monatlichen Kosten, dann ist das sicherlich ein Faktor gewesen, der mit dazu geführt hat, dass Boris finanziell am Ende so schlecht dastand, pleite ging und sogar in die Insolvenzverschleppung ging, weil er noch Gelder an seine Frauen überwiesen hat. Also das kann man jetzt den Frauen nicht zum Vorwurf machen, aber sie sind relativ locker noch unterwegs in Miami, in London, in Südfrankreich und unser Tennishill sitzt hinter Gittern. Also ganz gerecht ist es irgendwie nicht. Trotz allem geht Christian Schommers davon aus, dass all seine Kinder zu Boris halten werden. Totaler Familienmensch Boris und das wird ihm auch am meisten wehtun, dass er jetzt seine Kinder nicht mehr um sich herum hat. Wenn man sieht, wie herzzerreißend er sich bei Amadeus verabschiedet hat am Tag der letzten Verhandlung des Gefängnisaufenthaltsantrittes, das war herzzerreißend. Das wird ihm massiv wehtun, weil die Kinder ihm unglaublich wichtig sind, sowohl von alt bis jung, natürlich auch den Kindern wehtun. Der Vater fehlt. Lilian, seiner Lebensgefährtin, wird es natürlich auch fehlen. Bei den Ex-Frauen Lilly und Barbara war der Kontakt mal mehr, mal weniger. Da geht es jetzt, glaube ich, mehr um organisatorische Dinge, die Kinder betreffend. Aber das Vater-Kinder-Verhältnis ist natürlich jetzt erstmal massiv unterbrochen. Sie werden ihm Briefe schreiben können, das wird sicherlich auch passieren. Sie werden ihn besuchen können, zweimal im Monat. Und auch da muss man sich ja aufteilen, es können nicht alle auf einmal kommen. Das ist schon ein ganz erheblicher Einschnitt in so ein Vater-Kinder-Verhältnis. Und ich hoffe und denke, dass die da gemeinsam durchgehen und dass es vielleicht sogar noch gestärkt wird. In jedem Fall, wenn er rauskommt, dass das Verhältnis ähnlich gut ist, als es vorher war.